Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Age of Wonders. Ja, mit unserem kleinen Myanmar Lichtbringer Hohepriester Halbling haben wir uns letztens bis hierhin vorgekämpft, wo wir den Computer entdeckt haben. Haben uns ein bisschen zurückgezogen, sind wieder hin und her gewandert. Ja, und jetzt eigentlich, wenn wir so schauen, diese zwei Gruppen gegen die zwei sieht nicht optimistisch aus. Er hat auch noch den Blutpavillon drauf, das heißt, damit macht er uns Schaden. Und hat auch eine Schutzkuppel. Das heißt, wir können ihn nicht mal mit Zaubern bearbeiten, solange die aktiv ist. Mit anderen Worten, wir sind da jetzt ein bisschen festgefahren. Können uns hier rechts expandieren. Vielleicht versuchen wir mal, ihn irgendwie auszumanövrieren. Ich habe noch nicht so eine ganze Idee, gebe ich zu. Aber irgendwas machen wir definitiv. So, der Gold Wyvern ist fertig. Den nächsten Auftrag brauchen wir auch, wie wir sehen. Der Scherub ist fertig, das ist auch gut, der kommt gleich in die Gruppe rein. So, wie machen wir jetzt weiter? Das sieht alles mehr oder weniger leer aus. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir unsere Gruppen hier nicht trennen. Zusammen könnten wir ihn nämlich kriegen. Aber alleine halt nicht. Deswegen erkunden wir hier mal vorsichtig, Step by Step zusammen. Okay, zu holen gibt es hier nichts. So, dich verstärken wir noch. Aber Kerl, es ist nur Scherubs drin, nur Kanonenfutter. Ja, was wir aber versuchen ist, ich habe nichts aktuell da, glaube ich, um die Stadt zu ärgern. Nö. Aber wir können ja versuchen, die Schutzkuppel aufzuheben. Das sollten wir auch machen. Kann ich nicht irgendwie mehr? Nein? Gut. Dann versuchen wir es halt so. Ja, du wirst Wächter. Ach, für dich hatten wir dich hier auch? Nee, oder? Genau, wir hatten doch. Gerade sagen, hat noch was bekommen. Zweier, Zweier. Ne, wäre ein teurer Kampf, das vermeiden wir mal lieber. Ne, sieht genauso teuer aus. Immer noch nicht sympathisch. Ja gut, wir können ja versuchen, dann die nächsten unabhängig da oben einzunehmen. Ja, du kommst nicht so schnell hinterher, ist klar. Aber ihr scoutet ja quasi erstmal so ein bisschen. In der nächsten Runde dürfte das wieder passen. Da unten ist eine Stadt. Ah, da muss ich alles, was hier in Reichweite ist, eventuell aufgeben. So. Refugee in Flux. Städte wurden zerstört. Schätze geplündert. A creature like have nowhere else to go. Ah. Und niemand weiß mehr wohin, daher Refugium oder Rückzug aus unsere Städte. Das heißt Glücklichkeit runter, aber Population wächst schneller. Für ein paar Runden, gut. Davon haben wir jetzt nicht viel, muss ich gestehen. Ach, ich traue mich einfach nicht jetzt hier runter zu gehen, solange meine Drachen ungeschützt sind. Auf der anderen Seite wäre er auch sehr unvorsichtig, würde er versuchen mich anzugreifen. Ich denke, das Risiko können wir eingehen. Oh. Oh. Ausrufezeichen, oh. Ach du Schande. Ich will da nicht hin. Nein, ich will weg. Komm hier weg, irgendwie. Ja. Na, mal sehen. Vielleicht haben wir Glück und sie sehen uns nicht. Sie kommen hier nicht durch, müssen hier rumlaufen, oder? Achso, ihr fliegt, aber jeder Fußgänger. Ach, nur ein Zug. Shit, wenn wir Pech haben, die kriegen wir nicht. Na, mal gucken. So, du kommst damit hier rein. Schockschlangen sind toll, wenn sie lang genug überleben und zu großen Schlangen werden. So.
So, wir sind ja lieb, lassen sie also laufen. Wollen wir ein Tier haben? Zwei Städte, genug Gold hätte ich ja eigentlich dafür. Ja, nehmen wir. Wer weiß, wie lange ich es brauche. So, was hätten wir hier? Eine kleine Gruppe, das wäre auch noch denkbar. Euch würde ich gerne Kontakt aufnehmen, aber noch habt ihr keinen Bock. So. Ah ne, wenn ich mit dem angreife, steht er quasi vorne. Das will ich jetzt lieber auch mal vermeiden. Einen einzelnen ganz rumstehen brauchen wir auch nicht. So, Schütze, Nahkämpfer, Nahkämpfer. Oh ne, auch Schütze. Die sehen richtig schön aus nebenbei. Darf ich euch mal angucken? Okay, für den Moment habe ich sie angeguckt. Ganz ehrlich. Wir gehen in Nahkampf gegen euch. Ach, selbst Nahkampfstich. Okay. So, stärkende Berührung, Glaubenszeugs. Da machen wir mal ganz nett einen auf Blocker. Wie viele Punkte brauchen wir für Verspotten? Wenn Einheit kämpft. Das ist okay. Hab ich auch nicht vor. Bringt uns wahrscheinlich jetzt nicht zu viel, aber gut, hat eh widerstanden. Wahrscheinlich wird der einen Schritt zurückgehen und dann die Affen totschießen. Aber okay. Ich habe für die, wie gesagt, keine ernsthafte Verwendung. Weshalb ich das ganz okay finde. So. Mal schauen. Oh, ihr geht in Nahkampf. Ha, ihr steht ja noch. Wer hätte das gedacht? Ja, ich weiß, Nahkämpfer sind nicht so gut, wenn der Gegner eine Lanze hat und man selbst ein Reittier. So. Ich baue keine Armee, ich nehme sie mir einfach. Oh. Das ist schön. Punkt. Was macht ihr hier so? Warum mache ich das? Spare ich auf irgendwas Teures? Eigentlich nicht. Und ich habe genug Geld, es ausgeben zu können. Sollten wir also auch tun. So, bringt Mana. Schreiende Vernichtung, wenn man ihn hätte. Haben wir nicht. Also machen wir erstmal einen Horst. Da haben wir nämlich dann Zugriff auf unsere fliegende Einheit. Ist immer sehr schön, was meine frühere Technikkeit angeht. Ihr trefft die Behausung, ihr habt's drum. Korrektursturm. Aufgabe. Ja, man hätte das nicht. Es könnte die müssen diese Land retten. Nee, normalerweise packe ich eure Aufgaben nicht. Sind zu stark. Wäre natürlich auch schön, wenn wir das vorher sehen könnten, aber jetzt melden die sich wenigstens, wenn sie über uns verhandeln wollen. So, wie machen wir weiter? Wir schauen trotzdem mal der Genauigkeit halber, ob wir hier noch was finden, was von Interesse wäre. Oh, ein Triton. Fürst der Tiefe. Auch eine sehr starke Kreatur. So, das ignorieren wir jetzt ansonsten mal. So, Zerstreuung bereit, machen wir erst am Ende des Zuges. Das lassen wir. Schön, wie produktiv ihr seid. Hä? Ja, da runter mache ich nicht. Da ist der Kampf hier oben ja noch erfolgversprechender.
So, versuchen wir mal zu zerstreuen. Fehlschlag. Aber wir haben ihn jetzt geschwächt. So, versuchen wir es nochmal. Wir treffen euren Gegner Odrin. Bekifft glücklich ist er. Ne, sind wir. Okay, Reichsbeziehung. Wo ist er denn? Wie hat er mich gefunden? Sehe ich ihn auch? Viele Fragen, wenig Antworten. Potenziell sind wir trotzdem alle gegeneinander, ne? Erforscht Heere Märtyrer. Ja. Wir müssen aber auch mal langsam eine höhere Stufe erreichen, Freunde. Gebet für Verletzte. Die Einheiten. Das ist alles eigentlich Zeugs, was ich nicht brauche und nicht will. Muss ich gestehen. Vorzug jetzt gemäßigtes Gelände. Ja, okay. Komm, wir bleiben weiter auf der Schiene hier. Ach, was soll's? Nee. Wir versuchen jetzt wirklich mal so einen globalen Zauber zu erforschen, damit wir die Stadt da ein bisschen runterdrücken können. Militärisch schaffen wir das nicht. So suchen wir uns andere Wege. Schweig. So, das ist noch da, klar. So ein Ziel sagt, wer eine Stelle schützt, schwächt eine andere. Willkommen, geschwächte Stelle. Gut, ist immer noch gut geschützt, aber machbar. Das, ein Held bietet seine Hilfe an. Ich nehme dich, sobald ich mir leisten kann, okay? Ja, du. Bis ich mir leisten kann. Du. Fragst mich danach. Oder? Wie viel Runden braucht ihr zwei? Wenn ich jetzt abbreche, könnt ihr schon direkt nehmen, wahrscheinlich. So. 300, okay, gut. Das heißt, zwei Runden müsst auch ihr Handelswaren machen. So. Wir nähern uns den Angriff. Oh, der hat hier noch nicht mal erkundet. Nice. Das hat er auch noch nicht erkundet. Jetzt wird er echt ein Stellungskampf gleich. Also schön, dass wir auch noch verschiedene Stellen hier haben. Ich dachte schon, ich bin der Einzige. Wisst ihr was? Ihr bleibt dann auch gleich hier drin. Nee, ich habe so viele kleine. Die Verluste wären wahrscheinlich recht hoch. Und die Stadt noch automatisch rechnerisch von der KI einen Bonus. Den wollen wir uns jetzt ja nicht unbedingt antun. So, machen wir mal ganz strategisch einfach einen Sturmangriff. So, alles mal nach vorn. Cherubims, euch wird es nicht lange geben. Stellt euch darauf ein. Ihr werdet im ersten Kugelhagel garantiert sterbseln. So. Oh, das hätte die Reichweite. Habe ich noch einen coolen Zauber vielleicht von dir? Du bist der Nekromant. Wie herrlich. Ach, nee, der ist ja nur dadurch. Okay. Ist natürlich nicht so schlecht. Weißt du was? Das gibst du dir mal selbst. Und wir nähern uns immer noch. Computer wird auch denken, Mann, mach doch mal hin.
so. Geht doch. Seht ihr? Hat doch gar nicht so lange gedauert. Klar, schützen. Ach nee, Speerwurf. Okay. Aber ich stehe nebeneinander. Schön, da kann ich eventuell euch noch ein bisschen mit meinem Feuerwerk ballern. Na, so eine Reichweite. Ah, wie verflucht, okay. Ich wollte gerade sagen, normale Distanzangriffe sollten nicht so weit gehen. So, als allererstes kommst du hierher. Wir schauen mal, ob du irgendwen gut treffen kannst. Ja, den. Oh, alle widerstanden, sehr schade. Okay. Ist rechts und das heißt, ich kann dich hier locker angreifen. So, ein bisschen Glück kriegen wir den jetzt sogar noch so tot. Mal gucken. Ja. Ohne Diskussion. So, bei dir. Komm mal hier hin. Ja gut, ihr kommt noch nicht so weit. Knochen sammeln. Nö. Schwarze Blitze. Der hat einen Schutz, okay. 7 bis 11. Ja, das ist doch schon schön. Ach ja, unsere ganze kleinen, sag mal, Schussfänger. Hätte ja gerne gehabt, dass ich jetzt alle Distanzkämpfe blockieren kann, aber ich kam hier nur einfach. Aber okay. Bescheidenheit. Wir sind ja eigentlich momentan hier sowas von einem Vorteil. Zwei Einheiten schätze ich mal verlieren wir, wenn es jetzt schlecht läuft. Gut, den würde ich lieber behalten. Ich finde es schön, dass der Computer manchmal so dumme Entscheidungen trifft. Ist ganz sympathisch. Zack. Nö. Der Vorteilsschlag von hinten bringt mir mehr Bonus. Wow. Zack. Das ist eine schöne Fähigkeit, Gelegenheit, um Helden zu trainieren. Ja, wunderbar. Gar nichts verloren, eine Stadt gewonnen. Klingt doch toll. So. Du wurdest befördert. Haben wir auf irgendwas gespart? Nicht direkt, würde ich schätzen, so wie ich das sehe, was du hast. Magieaffinität finde ich jetzt ganz toll. Der Rest hier oben? Hm, passiv? Nein. So, wie ist mit dir? Grundwerte scheinen okay zu sein. Bekehren ist auch ganz nett. Ja, bekehren wir mal. Okay. Ihr wollt wissen, was wir mit der Stadt machen. Die übernehmen wir, aber wir siedeln sie zu Halbling um. Machen heute alles pro Halbling. Ich glaube tatsächlich, dass wir eher mit der Gruppe dahin gehen sollten. Eine Ansammlung von Halblingen dürfte das da unten nämlich nicht packen. Von Cherubin. So, selbst hier wird es ein bisschen kritisch. Nee, das lassen wir. Wir warten ganz cool, bis der andere wieder hochgekommen ist in einen Zug. Machen das dann gemeinsam, das ist viel einfacher. So. Spät, meine kleinen Speer.
Ach, links, rechts. Wohin flankt er? Flankt er mal hier lang? Okay. Ja, geben wir noch einen Zug, Kumpel. Dann nehme ich dich gerne in meine Armee auf. So, du hier hin. Lass mir laufen. Okay. Das ist jetzt moin. Ihr wartet einen Moment da. Wahrscheinlich werden wir lange da drin bleiben müssen, weil die uns jederzeit überfallen könnten. Fällt mir gerade auf, habe ich versucht, das zu zerstreuen. Hat es geklappt? Hm. Egal, Schulterzuck. Oh, Barte. Oh, Barte. Oh, nee. Ja, gut. Kämpfen wir halt. Barden sind immer gemein, die können bekehren, aber Gott sei Dank. Ich täusche, hatten wir ja gerade Resistenz ausgebaut. Das heißt, wir sollten eine gewisse Resistenz dagegen haben. So, gucken wir mal, wie ihr spielt. Nö, das ist Quatsch. Das ist jetzt auch nicht so toll. Es dürfte keiner von euch Lichtschwäche haben. So, haben wir uns erstmal ein bisschen gruppiert. Mal sehen, wie sie spielen. Oh, der Zauber hat eine ganz schöne Reichweite, ne? Okay. Versuchen dich mal ein bisschen einzuspielen. Sehr schön. Das wird eine schöne Prügelei dann geben. Hier. Okay. Ich könnte einen Barden bekehren. Voll die Ironie. Versuchen wir es mal. Wyvern und Wyvern. Ich setze auf. Oh, ich weiß nicht. Wyvern? Ja. Bei dir gehen wir direkt in die Front. Wow! Für Barden ganz schöner Schaden. Oh, meine Cherubs leben noch. Manchmal beeindrucken sie mich, gebe ich zu. Ach, ihr seid gar keine, oder? Doch, ihr seid tatsächlich Barden. Hm. Schulterzug, komisch, guck. Weitermachen. So, das sieht doch schmerzhaft aus, das ziehen wir durch. Naja, ihr lebt ja wahrscheinlich gerade gewundert, hm? Warum geht's nicht weiter? Du bist aus Silber, du auch. Spielt das keine Rolle. Yay! Oh, ein Füchschen als Tier. Plus 5 AP. Bezaubern, ein Partisan in Sumpfberg und Waldtannen, wenn sie die einzige Einheit in der Armee ist. Aber ganz ehrlich, das ist doch doof, ne? Okay. Nehmen wir mal die Belohnung. Ja, du brauchst den Fuchs ja nicht, du hast Bekehren. Bekehren, Bezaubern? Ich kenne den Unterschied nicht. Das würde ich jetzt gerne wissen. Oh, sonst ja wenig noch. Okay, Bezaubern. Versuche deine feindliche Zielen zu übernehmen. Bekehren. Versucht einfach nicht Zähne zu übernehmen. Nur etwas besser. Nee, das. Kann ich das wieder droppen? Ja. Wie sieht's mit dir aus? Du hast doch sowas Tolles nicht.
Deswegen, hier, Stone Fiction. Kannst du aber jetzt auch versuchen, mir Einheiten zu klauen. Gut. Ach, vielleicht hat es Zerstreuung abgebrochen, weil ich in Sichtweite sein muss. Kann das sein? Wäre jetzt nicht ganz unlogisch, ne? Kann ich alle aktiven... Man konnte hier irgendwo alle aktiven Verzauberungen sehen. Ressourcen, Armeen... Aktive Zauber. Okay. Also entweder, weil ich es wirklich nicht sehe. Oder aber... Ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Nee, das kann nicht sein. Ich hätte es, denke ich, mitbekommen. Darum... Ja, ich wollte nur das Mana auf Vorrat setzen, Freunde. So, wir versuchen uns mal ein bisschen in die Richtung weiter. Haben jetzt einen Rand abgegangen. Puh. Ihr verlangt immer Dinge von mir. Dinge, die ich euch nicht geben kann. Eine Galeere, gut, dass ich nicht an Land kann. Im Wasser sind die so gefährlich. So, jetzt aber. Jetzt bist du mein. Zack. So, wir haben keinen Held. Hier kommt sowieso kein Held rein. Eigentlich stehst du hier gar nicht mal so dumm. So, wir bauen erstmal standardmäßig wieder die Werte ein bisschen aus, damit er überhaupt im Kampf ein paar Runden uns erhalten bleibt, damit wir Freude an ihm haben können. Verbesserte Sicht mag ich auch sehr. So, ab jetzt. Tierfreundschaft ist auch toll, kann man Tiere übernehmen. Gut, der Rest für später. So, Produktion für Anemone wählen. Ja, da ein kleiner Drache benötigt wird, macht ihr mal zwei Züge lang Kohle. Und ihr dürft wieder euren letzten Drachen zum Schutz bauen. Oder Wyvern noch, sind es ja keine Drachen. Und ihr macht mir immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich kann jetzt hier eigentlich nicht wirklich weg, wenn er seine ganzen Armee rückt. Ich kann ja auch nirgends wohin provozieren. Das heißt, ich müsste entweder noch eine dritte, oder ja, von denen aus gezählt noch eine dritte Gruppe mir irgendwie holen. Oder aber seine Stadt sabotieren, wenn ich hier vorwärts will. Ich kann jetzt nicht so weit weg mit meinen ganzen Sachen. Ah, hier wäre schon jemand gewesen. Sieht man daran keine Wächter mehr drauf. Moment. Stopp. Schwarzer Kreis gehört... Nee. Echt jetzt? Wem gehört das? Vasall von Otren? Ach du Schandelle. Jetzt muss ich überlegen, Vasall, das heißt, es gehört ihm noch nicht ganz, glaube ich. Tja, die werden wahrscheinlich nicht mit mir reden wollen. Puh. Ja, jetzt bin ich auch ein bisschen befragt, wie wir das sinnvoll weitermachen. Ihr bleibt auf jeden Fall erstmal als Wache hier. Auch total toll, dass ihr mich rumgeht. Sie weiß wahrscheinlich, dass es für sie sonst schlecht ausgeht. Ja, und ihr sollt eure Befehle gerne bekommen. Ja, wir machen die mal platt. Damit die hier nicht rumrutscht. Die sieht eigentlich ziemlich cool aus, ne? Schreckspinnkönigin. Hat doch bessere Einspindeberührung. Achso, das geht bei Tieren trotzdem. Erschüttert ist sie. Erschüttert, dass ich es versucht habe. Ah, das ging halt hier nicht. Dafür war die Chance höher. Okay. Ich erinnere mich langsam. So, was hätten wir denn? 4, 5 bis 7. 4 bis 6. Wenig bis wenig.
3, 4 bis 6, das ist hier also noch am besten. Bauen wir eine kleine Barrikade auf. Ja, so blöd es ist. Schießen jetzt hier durch, einfach weil wir eventuell den Effekt haben. So, und du stellst dich mal strategisch hier. Okay, schauen wir mal. Klar wird der einspielen, oder? Hätte die auch mal ruhig durchfahren können. Okay, wenigstens einer, der das gut gemacht hat. So. Damit wir dann zweimal den Schlagvorteil haben. Zack. Reichte sogar, okay. Das heißt, dich kriegen wir auch von hinten. Nice. Okay. Panisch und perplex. Ha! Heiß kann nicht kontern. Okay. Wieder ein paar nervende Gegner weniger. Einhorn. Sturmschwester. Nee, das war Stufe 2. Das ist schon die bessere wieder. Ich will einfach keine Einheiten verlieren, muss ich gestehen. Und ich habe auch keinen Vorteil, wenn ich dort kämpfe. Ich jetzt sagen würde, okay, verliere ich was, aber da kriege ich was für. Nein, so ist es nicht. Na, mal schauen. Oh, du kommst nicht bis ganz ran. Komm, hier kannst du zurück einen Schritt? Nee. Okay. Wenn wir Glück haben, macht er seine Stadt schlecht. Hm. Das ist machbar. Da ich daneben stehe, dürfte auch Tarnung nicht existieren in dem Sinne. Okay. Ah, wurzelig. Berechtigte Frage, wie kann ein Wurzelstich einen fliegenden Gegner treffen? Aber okay, vielleicht war er unachtsam. Das schlecht, das Zweifel, was war das? Bewegende Feindlichkeit wird bis zum Ende des Kampfes um 18 gemindert, ihr Moral massiv. Okay. Keine Wirkung. Ja, versuchen wir es mal. Eigentlich mag ich den Zauber. Das, die Drohne hier ist nebenbei ein bisschen gemein. Wenn die explodiert, macht die einen großen Radius Feuerschaden. Das heißt, sie ist quasi so ein Suizid-Squad. Die killt sich selbst und nimmt haufenweise dabei mit. Deswegen versuche ich jetzt mal nicht ganz so dicht zu bauen. Man kann es eh nicht ganz verhindern. Ja gut, natürlich außerhalb der Reichweite. Ich will nicht denken können. Nur es ist auch natürlich nicht so leicht. Na, für Spotten reicht es auch nicht. Das wäre jetzt toll gewesen. Echt? Mit der Drohne hast du nichts gemacht? So, was macht das? Resistenz, okay, das ist jetzt nichts, was mich interessiert, muss ich gestehen. Ich muss nur ein bisschen Schaden schon reinpumpen. Mehr brauche ich nicht.
So, und du dahin. Immer schön weg von der Drohne. So, und dich können wir von hinten rammeln. Also nicht von hinten, aber okay, gut. Ja, ich weiß, ich bin schon angekommen mit dir und mit dir auch nicht. Das ist mir bewusst. Nein, 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 bleib stehen. Na gut. Dann müssen wir halt die Drohne aus der Distanz ein bisschen wegkriegen. Ist ja eigentlich auch sinnvoll. Trifft trotzdem, ja? Nein! Außer der Reichweite. Mann, sieht das toll aus. Ich mag das. Okay. Kann ich dich vielleicht bezaubern? Ja! Danke, lieber Held. Ja, ich möchte das gerne machen. So, Kackerwurf. So, ihr blockiert einfach nur mal den Schwertkämpfer, damit er nicht rankommt. So viele Schläge wird er nicht freiwillig einstecken. Wunderbar. Stadt bekommen, ein paar kleines Zeug verloren, einen Helden gewonnen. Ist doch schön. Was wollen wir mehr? Nein, wir siedeln die zu Halbling um. Ist natürlich ein bisschen schade, dass überall Eis ist. Nicht gerade das, was Halblinge mögen. So, Level up. Was nehmen wir denn? Verkrüppelung zu fügen ist jetzt auch nicht so schlecht. Giftkunde ist natürlich noch besser. Nehmen wir Giftkunde, Punkt. So, der eine Punkt, den brauchen wir später. So, was hast du denn so? Du hast noch nicht die besten Grundwerte, die ich mir wünsche. Aber High End Aura ist aktuell erstmal wichtiger. So. Eine Armee benötigt Befehle. Ihr wartet doch einfach dort nur runter. Das ist eigentlich so ein Gebäude. Ja, das ist so ein Gebäude. Ach, bringt halt viel, wenn man es hat, aber machen wir uns nichts vor, das packen wir noch lange nicht. So, noch ein Level up, schön. So, machen wir noch ein bisschen die Grundwerte höher. Reicht erstmal. Rein mit dir. So, ihr habt den Goldwivern fertig, das ist schön. So, Boss muss den Wahrblick von Nichter der Riesen. Okay, machen wir erstmal das. Ihr. Wisst ihr was? Ihr baut jetzt die ganzen kleinen Sachen, die bringen marginale Buffs für die entsprechenden Klassen. Aber dann. Ich habe gern die Bauliste auch leer, muss ich gestehen. So weiter traue ich mich eigentlich schon wieder nicht. Weil ich Angst habe, dass unser Gegner uns entgegenkommt. Was ist das? Eine Grauensmähre, Elefant. Okay, sind ein paar Tierchen. Das wäre noch denkbar. Die sind nicht so stark. Doch, okay, da bin ich schon eher Optimist. Allerdings mit dem Mana und dem Gold, was wir pro Runde bekommen, kommen wir aktuell auch nicht so weit, dass wir jetzt sinnvoll irgendwie eine neue Armee aufbauen könnten. Ah ja, klar. Durch Umsiedlung geschrumpft. Was haben wir hier? Aufstieg des Feuerschurken. Bald wird eine Schurkenheldin mit mächtigen Gegenständen eine Armee über die Karte streifen. Hatte ich auch noch nicht. Okay. Ewige Stadt. Wir sind als erster die Metropole haben. Dadurch auf alles mögliche Bonus.
So, mit einer... Ja, Distanz, Distanz, Nahkampf. Weißt du was? Ihr kriegt jetzt mal einen Cherubin. Ich hätte einfach gerne noch jemanden drin, der was machen kann. So. Ihr solltet eigentlich auch geschützt werden, aber... Mit wem ziehe ich denn da hin? Wisst ihr was? Ihr kriegt auch erstmal eine kleine Cherubim-Armee. Ja, ihr habt keinen Distanzkämpfer da drin, ne? Das ist auch ärgerlich. Allerdings habt ihr doch, glaube ich, schon diese Kugel... Nee, ist das die Kugel? Was habt ihr denn? Ihr habt doch... Ich habe euch schon mal was gegeben. Kleinen Moment. Brutkammer. Ich dachte eigentlich, hätte es schon dieses Abwehrmechanismus. Tja, wohl nicht. Ja, trotzdem, ich kann nicht jetzt meinen ganzen Armeen permanent verrücken. Wir bereiten das jetzt quasi mit euch vor, ihr Kleinen. So, Umsegelung und Bokra umgeschlossen. Ja, euch eigentlich? Wir brauchen das Geld, um euch ein bisschen zu buffen, ne? Och, ihr habt ja noch gar nichts. Ist die Verteidigung nicht unbedingt erleichtert. So, ihr holt den Elefanten. Ich glaube, da ist auch ein Buff hinter. Produziert eine entfernt sämtlich mal. Okay. Gehen trotzdem mal komplett rein. So. Sieht schön aus. Sieht wirklich sehr schön aus. Muss ich auch mal einen Moment genießen. Die Grafiker setzen sich da ja stundenlang hin und zeichnen ihre kreativen Ergüsse. Ist immer schwer, das natürlich nicht zu genießen. Was haben wir denn jetzt? 6, 7 bis 12. Weniger. 8 bis 13. Ist schon ein bisschen besser. Auch 8 bis 13? Tatsächlich. Hm, nehmen wir das. Sieht einfach schön aus. So. Wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste das mit der Muskete reichen, dass der erstmal umfällt. Ja. Und zack. Wieder einer weniger. Du kommst mal über die Flanke. So langsam wie du bist, kommst du gar nicht vom Fleck. Da wo der landet, da hätte ich ihn eigentlich gerne gehabt vorher. Aber okay. So, du machst den Sprungangriff. Hey, ich hatte Glück. Okay. Okay. Mal schauen, wer wird getroffen. Perplex, schön. Damit ist das Thema Konter abgeschlossen. Kannst du vielleicht... Die Antwort lautet nein. Nein. Tja, okay, gut, machen wir es so. Kannst du? Du kannst. Und du hast auch erfolgreich. Damit haben wir die Möglichkeit, dich mit Distanz zu kitzeln. Das geht auch nicht. Versuchen müssen wir. So, was haben wir? 6, 7 bis 12. Ja, 5, 6 bis 11. 8 bis 13. Ja, so wie immer. So, blockieren wir dich auch mal. Ganz unsportlich, wie wir so sind. So, mal sehen, wie er es macht. Spielt eigentlich keine Rolle. Und tschüssi. Oh, hat Bumm gemacht. Okay. Ich versuche mal Sketchen rüber zu kriegen. So, ihr, wo stellt ihr euch denn strategisch hin? Kommt mal da lang. Und du, Katze? Genau, du gehst danach erstmal hier drauf. Aber das ist noch ein bisschen Zeit. Dich createn wir ab. Brauchen wir jetzt nicht. Wächterflamme ist gar nicht so schlecht, oder?
Schutz, mehr Nahkampfschaden, okay. Nah- und Fernkampfangriffe haben die Möglichkeit, ist auch schon mal schön. Aber, ja, machen wir erstmal Schutz vor Blitzen. Ja, Schutz vor Blitzen nehmen wir. So, wer will noch Befehle haben? Ihr. Verständlich, berechtigt, aber ihr bleibt mal schön hier, bis das Ding kommt. Hm, das ist dann ein Klo, den ich irgendwann mal wandeln kann. Ja, Ende des Zuges, Punkt. Wählt ein Talent zum Erforschen. Geweihte Stätten. Die Einkunftsorte des Zauberwirken werden geweiht und generieren zusätzlich 40 Zufriedenheit. Ja, klingt doch schön. Genau, noch drei Runden, bis der kommt. Schero beschwören machen wir auch gleich. Ich weiß einfach nicht, ob hier eine 6er-Gruppe reicht. Eigentlich müsste doch, oder? Doch, wir sind jetzt mal Optimisten. Genau, ihr unterstützt dann mal. Genau, du holst die Beschleunigung, bevor sich ein anderer die holt. Mit der sprintest du mal bis zu unseren Drachylines. Ja gut, auf Not haben wir jetzt einen Scherub halt der Hinterhand. Ist auch nicht so zu verachten. Vielleicht haben wir ja Glück und können den Computer unten abstauben. Was ist eigentlich mit der Stadt hier? Wo ist sie überhaupt? Da, die hatte ich mal gehabt, ne? Na gut, dafür habe ich seine andere jetzt. Okay. Ja, ist fertig. Das ist auch schön. Ich bin neutral. Warum? Okay, ist das nicht die Meinung, die ich von mir habe, aber schön. Aufstand? Warum das? Basszufriedenheit, Minus- oder Basszufriedenheit, recht zufrieden. Volkszufriedenheit, Modifikation. Okay, okay. Gebe euch recht, das ist ein Grund. So, ihr. Was mit euch, ihr produziert immer noch. Ihr fangt jetzt erstmal an, die Palisade zu produzieren, okay? Und was ist denn das? Hier. Ha. Ja, theoretisch das, ne, aber vier Runden, machen wir uns nichts vor, das wird nichts. Wir versuchen es trotzdem. So. Wie wär's denn mit Land urbar machen. Was ist das überhaupt? Ödland, okay. Machen wir es doch ein bisschen freundlicher. So, mehr kann ich für euch aktuell erstmal nicht tun. Wenn dann halt Rebellen kommen, dann kommen halt Rebellen. Wird natürlich toll, wenn die Rebellen mit den Feuertypen hier zusammenarbeiten. Gucken, ob es so weit kommt. Im vorigen Teil waren die Truppen allerdings relativ cool, die neutral waren. Man konnte die aufkaufen. Fand ich eine ganz witzige Sache. Schade, dass es hier nicht mehr geht. So, Reitplatz fertig. Rebellen erscheinen. 4, ja. Immer noch unzufrieden. Okay, verhasstes Gelände sehe ich ja erstmal ein. Wegen Eis wahrscheinlich. Bevorzugt fruchtbare Ebenen, dichter Wald. Hast arktisch verdorben vulkanisch. Aber wir müssen auch irgendwie wenigstens Zufriedenheit bekommen, weil fruchtbare Ebenen vorhanden sind. So, 150 Basis-Zufriedenheit, recht zufrieden.
Ja, gegen Arktisch können wir jetzt aber leider nichts machen, Freunde. Gibt es irgendwas, was Zufriedenheit erhöht? Nein. Hm. Das ist aber ein bisschen komisch, finde ich. Ach so, das verhasste Gelände bringt jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel Malus. Eventuell. Warum ist meine Basiszufriedenheit so niedrig? Ist das überall so? Wenn es Basis muss ja so sein. Warum ist die nur recht zufrieden? Hm. Okay, das weiß ich jetzt nicht. Hier produziert erstmal ein bisschen Ware. Ja, und hier oben werden wir dann wohl verteidigen. Wir nehmen ja dann noch ein paar Sachen ein, die nicht arktisch sind. Vielleicht. Mal sehen. Oh, cool, draußen gewittert. So, ihr wartet auch. Wir haben dann bald die Verzauberung, die ein bisschen Zufriedenheit macht. Gut, 2 Einkunftsorte mit der Erweiterung. 3 macht jetzt nicht so viel aus, aber immerhin. Okay, das ist, denke ich, ein guter Moment, um aufzuhören. Wunderbare Cliffhanger hier mit unserem schönen Aufstieg des Feuerschurken, der dann kommt, und den Rebellen, die anstehen. Ja, ich sag mal, wir spielen dann nächstes Mal weiter, versuchen, den abzuwehren und, ja, hoffen einfach mal, dass wir es schaffen. Und damit sage ich viel Erfolg beim Zocken oder was auch immer ihr macht. Auf jeden Fall viel Spaß und tschüss!